Scheint so, als wäre ein Verein aus der Slowakei aktuell in aller Munde, und zwar der FC Nitra. Warum ist er aktuell in aller Munde? Und in vielen deutschen Fußballforen wird auch über den FC Nitra gesprochen. Und jetzt denkt ihr euch, was ist das für ein Verein? Warum das Ganze? Ja, in der Wintertransferphase hat der FC Nitra aus der Slowakei sehr, sehr viele deutsche Spieler verpflichtet. Laut meinen Recherchen steht hinter Nitra, da ist so ein deutsches Unternehmen, deutsche Firma, ist da irgendwie mit insolviert beim FC Nitra. Unter anderem bietet es denen neue finanzielle Möglichkeiten und deswegen diese ganzen Transfers von deutschen Spielern. Wir können gleich mal schauen, was sie so verpflichtet haben und ob ich der Meinung bin, ob das irgendwie gut ist oder nicht gut ist. Ich sehe das alles ein bisschen kritisch. Können wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall, der Kader sieht halt aus. Ja, da müssen wir jetzt mal grob durchgehen, wie so ein Kader von einem durchschnittlichen Verein aus der Slowakei halt. Ja, also, aber was sie so geholt haben aus Deutschland, das ist nun wirklich, Entschuldigung, dass ich sagen muss, aber was sie geholt haben, ist Resterampenware. Das sind jetzt keine wow top 9 Transfers, sondern, ja. Beispielsweise haben wir hier Oliver Bias, ja, das ist definitiv nur ein relativ junger Spieler, junges Talent von RB Leipzig in der Fußballschule gewesen, kommt von Optik Rathenau. Vielleicht ist das was, vielleicht ist das ein Talent. Aber dann haben wir hier den Ceynulahu. Bis Sommer stand er bei Carl Zeiss Jena unter Vertrag und ist mit denen sang- und klanglos abgestiegen. Bei Kilian Pagliuca genau dasselbe. Benjamin Kinds Vater stand bis vor kurzem bei Wacker Burghausen unter Vertrag, auch so ein Verein aus der Regionalliga Bayern. Ole Kuiper ist schon seit gefühlten 500 Jahren bei Bremen aussortiert. Vereinsloses Talent, Sinan Kurt, ich glaube, dazu muss man nichts mehr sagen. Weiteres Talent, Janni Rehgesel, ach du Scheiße, der spielt noch Fußball. Also ihr. Ich denke mal, ihr merkt, das ist wirklich B-Ware. Das ist nicht B-Ware aus Deutschland, das ist C- oder D-Ware. Und jetzt mal ganz ehrlich, man hätte gute Spieler aus der Slowakei holen können, sich gut bei Liga-Konkurrenten bedienen können. Da hätte man mehr von gehabt, wenn man auch ein bisschen Geld in die Hand genommen hätte, was anscheinend da zu sein scheint, anstatt diese Transferpolitik. Also, ich wette mit euch, die wollten bestimmt auch noch das Afti-Jai noch haben, aber der ist ja dann nach Zypern. Aber nein, Spaß beiseite. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Diese Spieler, auch wenn alle das dann so überhypen, jetzt haben die massenhaft geholt, die kommen demnächst mal in die Europa League Quali, Leute. Ich habe da auch mal einen Scherzkommentar noch so geschrieben zu diesem EU-Cup, ob der bald hier mit dem legendären FC Nitra stattfindet. Nein, ich glaube, mit den Transfers wird Nitra weiterhin im Mittelfeld der Liga in der Slowakei rumkrebsen. Und ich weiß auch nicht, was in den Transfers so toll sein soll, klar. Können die was bewirken? Die können sicherlich irgendwo alle was, aber ob das sind Durchschnittstransfers, jetzt mal Leute, jetzt mal nicht überhypen und lasst mal ganz ehrlich die Kirche im Dorf. Nitra wird weiterhin irgendwo im Mittelfeld in der Slowakei rumgurken und keine Sau außerhalb der Slowakei wird sich für die interessieren. Das ist meine Meinung zum FC Nitra. Ja, bis zum neuen Video und tschüss.